Hallo Leute, willkommen zurück. Football Manager, der nächste Part. Ich entschuldige mich gleich mal vorweg. Ich war ja gestern sogar krank zu Hause von der Arbeit. Bin momentan ziemlich erkältet. Jetzt habe ich zumindest kein Fieber mehr, aber ich glaube, man hört es noch ein bisschen an meiner Stimme. Jedenfalls bin ich nicht hundertprozentig fit. Aber meine Freundin ist dieses Wochenende nicht da. Das heißt, was macht man natürlich, wenn man sturmfrei hat? Gerade in meinem Alter. Zocken bis zum Umfallen. Herrlich, langes Wochenende. Und ja, natürlich gehört auch das Let's Play mit Austria Salzburg dazu, deswegen geht es jetzt hier gleich weiter. Gleich mal vorweg, vielen Dank für eure ganzen Kommentare hier. Zum einen ist anscheinend das mit den Safe Games ganz gut angekommen. Ich habe jetzt schon wieder ein privates Safe Game, das ich letzte Woche ziemlich viel gezockt habe, das ich euch dann auch zeigen werde mit Werder Bremen. Und ich werde euch auch unter diesem Video eine Gruppe verlinken, das ist eine Facebook-Gruppe, die ich gegründet habe, wo... ja, alle Leute, also es geht vor allem um die österreichischen Football Manager Zocker, aber natürlich sind da auch deutsche Fans auf jeden Fall willkommen. Da könnt ihr reinschauen und ich habe das eh schon hier kopiert. Ich hoffe, das passt jetzt mal so. Also hier seht ihr, bisher sind es 15 Mitglieder, ist jetzt nicht unglaublich viel, aber da schreiben halt jede Menge Leute rein, was sie so aktuell selbst privat zocken, wie es läuft und so weiter. Das ist ganz cool. Würde mich freuen, wenn da ein paar von euch auch vorbeischauen. Ich verlinke es euch drunter. Da werde ich euch dann auch wegen meinen anderen Safe Games auf dem Laufenden halten, die ich dann aber auf jeden Fall auch wieder auf den Kanal bringe. Und noch was, ich möchte euch dazu auffordern, mir eure Safe Games zu schicken. Ich möchte es deswegen haben, weil ich mal gedacht habe, es wäre doch extrem cool, wenn ich eure Safe Games herzeige. Gemeinsam mit dem Matthias analysieren wir dann eure Taktik, euren Kader, was ihr bisher so für Transfers hattet und so weiter. Wie genau wir das machen werden, dazu wird es wahrscheinlich noch ein extra Video geben, aber ihr könnt auf fußballwelt.at gehen, auf Team und hier auf Kontakt und so könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben mit eurem Safe Game, da könnt ihr nichts anhängen, aber ich schreibe dann zurück oder ihr geht auf unsere Facebook-Seite und wir werden das irgendwie mit Dropbox oder so lösen. Ich denke mal, das ist das Sinnvollste. Dann bin ich echt schon neugierig, was ihr so auf die Reihe bringt, wenn ich schon so extrem schlecht spiele. Aber ich muss erwähnen, aktuell mit Werder Bremen läuft es ganz gut. Ich war lange Zeit Tabellenführer, dann zweiter, dritter und jetzt habe ich auf Platz 6 überwintert. Also das ist, finde ich, auf jeden Fall in Ordnung. Das ist für Werder Bremen gerade jetzt, so wie es aktuell bei ihnen läuft und aussieht, mit dem akuten Abstiegskampf, der jetzt dieses Wochenende entschieden wird, ist Platz 6 natürlich unglaublich. Also ich hoffe, dass ich das halten kann, dass vielleicht sogar die Euroleague drin ist. Gut, ich habe euch gefragt im letzten Video, wie ich weitermachen soll. Ich werde zukünftig immer wieder solche Umfragen machen. Für diejenigen, die nicht genau gewusst haben, wie das Ganze funktioniert, wie ihr abstimmen könnt, da gibt es dann rechts oben irgendwo zum Schluss, habe ich, weiß nicht wo genau das war, habe ich euch gefragt. Und da geht oben so ein Button auf, weitere Infos. Und da könnt ihr selbst abstimmen. Selbst abstimmen, wie es weitergehen soll mit Austria Salzburg, falls ich entlassen werde. Zum einen gibt es die Variante, einen neuen Spielstand zu starten. Zum anderen die Karriere, so wie wir es jetzt haben, fortzusetzen und ich nehme einfach irgendein Angebot an, das mich interessiert. Das kann auch durchaus ein Top-Verein sein. Oder ich setze die Karriere realistisch fort. Das heißt, dass ich zu einem schwachen Bundesligisten wechsle oder zu einem Verein innerhalb der Liga. Irgend sowas in dieser Richtung. Und ja, von den Kommentaren her, es war relativ viel. Und die meisten Kommentare haben eben gesagt, oder fast alle haben gesagt, dass ich die Karriere fortsetzen soll, aber realistisch. Wenn wir da reingehen in die Umfrage, dann sieht man eigentlich auch, ja, also die Leute, die abgestimmt haben, meine Abstimmung sagt da nicht viel aus. Karriere fortsetzen, realistisch ist auf jeden Fall vorne. Dementsprechend, ich werde das Ganze beobachten. Bei dem Video Part Nummer 46 könnt ihr auf jeden Fall abstimmen und wenn es dann wirklich soweit ist, dann tappe ich raus und dann werde ich das so entscheiden. Aber wäre natürlich cool, wenn wir innerhalb des Spiels den Verein wechseln könnten und dann vielleicht sogar den ein oder anderen Spieler von uns zurzeit mitnehmen. Gut, genug gequatscht. Ja, 4 Minuten, das ist okay. Jetzt machen wir weiter mit unserem Let's Play selbst. Ja, zur Taktik. Momentan sieht das alles eh nicht so schlecht aus. Mir gefällt die Taktik ja so extrem gut.
Ich bin nur wirklich neugierig, ob das noch irgendwas bringen wird, ob wir da das Ruder noch herumreißen können. Wahrscheinlich ist es jetzt eh schon in Kürze passiert und wir werden entlassen. Buqua fehlt die Spielpraxis, er wird trotzdem jetzt spielen. Und jo. Selbst wenn wir entlassen werden sollten, freue ich mich schon extrem auf neue Herausforderungen. Aber am liebsten würde ich auf jeden Fall noch das Ruder irgendwie herumreißen. Schauen wir mal, ob das gelingen wird. Sie machen sich warm, das dauert natürlich. Gerade jetzt im März ist es noch ziemlich kalt, da dauert es länger, bis man sich warm macht. So. Wir werden auswärts. Er fühlt sich wieder nicht sicher genug. Ich brauche echt einen anderen. Keine Ahnung, was genau ich hier sagen soll. Wichtig wäre es auf jeden Fall hier, dass wir das Spiel möglichst breit machen. Aber jetzt lassen wir es mal auf uns zukommen. Schauen, wie es das Spiel selbst läuft. Ist eh noch auf umfassend. Ne, erweitert. Gehen wir wieder auf umfassend. Schade abseits. Aber keine schlechte Situation. Öpster, knapp drüber. Ich finde das ein bisschen unübersichtlich gerade, muss ich zugeben. Kaufmanns Flanke wird geblockt, gibt Eckball. Also wir sind schon ziemlich am Drücker. Ballbesitz ist ausgeglichen, aber wir sind definitiv die offensivere Mannschaft. Und jetzt Bingöl. Da war die Chance. Nochmal raus auf Öpster. Öpster gleich wieder rein. Aber wir kommen nicht zum Kopfball. Vielleicht wieder die Chance für Öpster. Aber der hat ihn nicht mehr. Dafür ist er zu langsam, der Ernst. Und schon hat Wiener Neustadt mehr Ballbesitz. Kaufmann hinterläuft hier gut, das hat man jetzt hier schön gesehen. Da ist er den ganzen Weg gelaufen. Aber es hat halt sonst niemand gesehen, der den Pass anbringen könnte. Auch hier jetzt Bingöl fehlt es an Anspielstationen raus auf Burghuber. Es ist ein bisschen zu wenig Bewegung da drinnen. Nicht unbedingt so, dass ich da jetzt großartig wer angeboten hätte. Und dafür war dann auch der Raum zu eng. Jetzt wird's gefährlich. Der war richtig knapp. Auch da irgendwie zu passiv, muss ich sagen. So, da wird schön hinterlaufen. Buchwa wartet ab. So, und jetzt hinterlaufen. Sehr gut, Burkhuber. Bingöl hat da den Außenverteidiger gezogen. Sehr gut. Genau das ist das Spiel, so wie ich es mir erwarte. Perfekt gemacht. Vielleicht sieht man es jetzt nochmal gut in der Wiederholung. Also Bingöl hat sich so zurückfallen lassen und der Außenverteidiger ist bei ihm geblieben. Und dadurch, dass hier Burkhuber schön hinterlaufen hat, war dieser komplette Raum hier frei. Und man sieht es dann hier auch später schön, dass Burkhuber, bleiben wir vielleicht bei ihm, hier sich schön, ja, da bleibt er. Man sieht es da ganz schön. Dadurch, dass der Außenverteidiger rausgerückt ist, müssen die Innenverteidiger nachrücken. Also in dem Fall Mali und Pfingstner. Dass es beide in der Form machen, ist jetzt nicht unbedingt geschickt. Man sieht auch, dadurch, dass die beiden Burkuba attackieren, rückt der Außenverteidiger von links in die Mitte. Und dadurch entsteht der freie Raum für Bukwa. Echt cool. Also genau das ist das, was ich mit dieser Formation ja eigentlich bezwecken will, mit diesem Hinterlaufen, mit den offensiven Flügeln. Schauen wir mal. Jetzt wären wir wieder auf Platz 8. Unser größtes Problem ist noch immer die Defensive. Burkhuber mit dem Foul, gibt aber anscheinend keine gelbe, auch keine Mauer. Aber Hankic ohne Probleme. Gewonnene Kopfballduelle haben wir nur 45%, das ist ziemlich bitter.
Wollt ihr übrigens, dass ich diese Tore, so wie es jetzt der Fall war, so taktisch analysiere? Wenn ja, mache ich das gern öfter. Ich finde das nämlich ziemlich spannend im FM selbst. Hier jetzt auch schön hinterlaufen. Aber Buchwar versucht den komplizierten Pass. Öbstedt, schön auf Lindner, kein Abseits. Lindner verzögert und versucht es mit dem Schuss. Auch nicht ideal gemacht. Buchwar, schöner Pass auf Lindner. Ich weiß nicht, ob er sich ja, durchgesetzt hat, er sich, aber das ist generell das große Problem von Lindner und mir fehlt da auch ein bisschen die Idee, wie ich das beseitigen kann. Seine Schüsse werden so unglaublich oft geblockt. Also so, er kommt nicht in diese Situation, dass er frei vorm Tor steht. Burkuba ist da ganz allein, wahrscheinlich, weil ja, genau so ist das Bingöl im Zentrum, ist wieder Burkuba. Und Mali klärt hier. Per Kopf zur Ecke. Jetzt merke ich schon, dass die Stimme ein bisschen nachlässt. Keine schlechte Chance, schade, zu zentral. Jetzt hat Lindner geschlafen. Ich glaube, er war das. Lindner hat am Anfang so genial bei uns eingeschlagen und jetzt fehlt es irgendwie komplett. Also er hängt irgendwie in der Luft. Burkhuber sah da jetzt nicht sonderlich gut aus. Also Glück, dass das abseits war. Buchwa kommt leider nicht zum Kopfball. Hölschl hat ihn. Wieder zurück auf Kaufmann, aber schlechter Pass. Gefährlich. Schön geblockt. Da waren es jetzt zu dritt. Sie drücken jetzt ziemlich. Ich überlege, ob ich auf Konter gehe. Gerade auswärts ist das ja immer ganz gut. Aber eigentlich ist es gar nicht notwendig, da wir nach wie vor ziemlich drückend überlegen sind. Kein Abseits von Lindner. Glück, dass wir da die Ecke kriegen, würde ich mal sagen. Ich glaube, der wäre sonst nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Öbster mit der Flanke. Knapp drüber. Aber das war Sitzam, der geklärt hat. Das heißt, nächste Ecke, wieder Öbster. Und Burkhuber mit dem nächsten Fall. Wir bleiben am Drücker. Freistoß, Öbster. Und jetzt müssen wir aufpassen auf die Kontersituation. Wir sind zu dritt hinten. Jetzt geht es vor allem ums Stellungsspiel. Wolf auf links. Aber Kopfball von Maderna war eh sehr, sehr schlecht platziert. Damit dürften wir mit der 1-0-Führung in die Pause gehen. So ist es. So, ich habe Ihnen jetzt gesagt, Sie sollen sich ja nicht auf die faule Haut legen. Und jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich umstellen werde. Ich würde Grubeck eigentlich ganz gern für Buchwa bringen, aber der hat gar nicht schlecht gespielt. Sebastian Mann wäre noch eine Überlegung, aber der hat halt auch überhaupt keine Spielpraxis. Statt Öbster würde ich den ganz gern bringen. Nee, ich lass die Jungs jetzt mal so spielen. Gehen wir mal so in die zweite Halbzeit. Kral und Bingöl sehen nervös aus.
Also ich gehe mal aufs Geduldig spielen. Wir müssen versuchen, im Ballbesitz zu bleiben, hat jetzt auch der Co-Trainer gesagt. Also gerade jetzt, wo wir führen, wäre es natürlich wichtig, dass wir auch den Ballbesitz halten. Kaufmann heute mit einer schlechten Partie. Das hat er jetzt aber ganz gut gelöst. Burkuba im Abseits. Also ich werde jetzt dann bald mal Grubek bringen. Tor für den SC Wiener Neustadt und was für eines. Da brauchen wir auch nicht viel analysieren. Ja, absoluter Glückstreffer. Was soll ich da großartig analysieren oder sagen? Da ist man ein bisschen machtlos. Ich gebe beim Lindner wieder falsche 9, weil ich habe echt das Gefühl, bei ihm passt die Rolle als Zielspieler angreifen nicht unbedingt. So, und jetzt bringe ich dann den Grubek für Buchwa, weil der schon relativ müde ist. Dem fehlt es einfach an der Spielpraxis, der ist deswegen nicht wirklich fit. Vielleicht kann er da jetzt noch was Gutes machen. Pass auf Öbster, Bingöl. Leider nichts. Ich meine, in unserer aktuellen Situation brauchen wir jeden Punkt, deswegen wäre ich jetzt so auch nicht unzufrieden. Aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn jetzt mal mit mehr Pressing arbeiten. Und ich werde dann jetzt noch den Wölbitsch runternehmen. Der hat heute auch eine sehr schlechte Benotung, 6,3. Und ist auch jetzt schon ein bisschen müde. Sobald da die Änderung. Ja. Da bringen wir Erwin Bewab. Schlechtes Abspiel von Lindner. Ganz gefährlich. Zeigt etwas Leidenschaft. Außenverteidiger sind bei Wiener Neustadt auch sehr offensiv. Jetzt haben wir gerade Philipp Hütter gesehen. Ehemaliger Sturmspieler, wie einige hier in dem Kader. Und die nächste Ecke. Mentalität wird jetzt mal kontern. Oder nee. Ich probiere es offensiver, weil momentan kommt sehr, sehr wenig von uns. Burkuber mit dem nächsten Foul. Mich wundert, dass der noch nicht die gelbe kriegt. Gefährliche Flanke mal wieder. Also jetzt mittlerweile haben wir schon ein bisschen Glück auch noch. Ich werde jetzt noch den Öbster rausnehmen und Sebastian Mann bringen. Die letzten paar Minuten ein bisschen mehr Power im Mittelfeld. Schadet sicher nicht.
Gott sei Dank legt er sich denn so miserabel vor. Ich gehe verteidigen. Letzte Chance für Wiener Neustadt. Burkuber klärt. Jetzt das Laufduell. Achso, da ist noch wer. Schade. Den habe ich nicht gesehen. Ja, 1-1. Schlussendlich nicht unglücklich, muss man ganz ehrlich sagen. Ich lobe sie jetzt mal, weil es einfach wichtig ist, dass wir jetzt in jeder Situation punkten. Wir sind auch nicht mehr Letzter. Dementsprechend, ja, nach oben hin ist noch immer alles möglich. Mit einem Sieg wären wir Siebter und damit schon raus aus den Abstiegsrängen. Also von daher sind wir jetzt mal nicht zu enttäuscht. Und ja, im nächsten Part dann das Derby Austria-Salzburg gegen den FC Liefering, also gegen den großen Rivalen. Und vor allem, die sind direkt vor uns. Wenn wir die überholen, sind wir aus den Abstiegsrängen draußen. Dementsprechend eine absolut wichtige Partie. Schauen wir mal, ob es klappt. Und ja, bis gleich.